So, Hallöchen zu einem neuen Forest-Stream. Sonst auf der Forest-Stream. Und Aufnahme. Jo. Hallöchen. Hier sind wir wieder. Wir waren fleißig mit der Mauer. Wir sind bald fertig. Jetzt müssen wir das nur noch mit dem Tor irgendwie rauskriegen, wie das gemacht wird. Ich glaube, Kelvin war nicht so fleißig, wie der hier chillt. Guck mal, er sitzt sogar Nee. fast auf unserem Stuhl. Auf unserem Balken. Ja, wenn man Aber den nur jetzt fast. wegtut und bis nach hinten. Naja. Dann nehmen wir einfach mal hier. War die aufgefüllt, als wir aufgehört haben? Ich bin mir auch gerade nicht so. Das wäre so geil, wenn er die auffüllt, während man offline ist. Das wäre Komisch. geil. Das wäre mega, ja. Aber der hat es irgendwie gerade nicht. Die werden nicht weniger. Haben wir da jetzt unendlich viel Baumstämme? Ist es bei dir noch voll? Ja, war voll. Aber jetzt nicht Oh, mehr. jetzt sind es nur noch drei. Jetzt sind es nur noch drei. Okay, das ist ein bisschen verbockt, glaube ich. Ich habe jetzt nichts dagegen. Also ne, ich habe zwei rausgenommen und wenn nicht, keine Jetzt sind Ahnung. es noch drei bei mir. Lol, irgendwie. Das ist voll verbuggt gerade. Nice. Aber Ja, ich mei. nutze das mal aus. Warum rennst du weg, meine Frau? Okay. Dann nutzt es mal aus. Ich brauche die Axt. Okay, das Menü muss immer beim ersten Mal laden, aber wenn es einmal geladen hat, geht's. Okay, warte, wie viel sind das? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 waren das, glaube ich. Also die Max wegen der Tür. Nee, hier geht's auch nicht. Also Also, jetzt ist bei mir leer. aber bei der. Ja, das ist bei mir auch leer. Aber ich habe hier alle Baumstämme hier rausgetan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und ich habe auch nochmal 4. Okay, dann war es wirklich ein bisschen verbuggt. Dann hast du mehr gehabt, als wie es wirklich geht. Geh mal weg, Kelvin. Was ist denn dein Problem? Geh mir mal Stämme holen. Jetzt pass auf. Hol. Oh, du warst hier da. Okay, sehr gut. Stämme und Wälder füllen. Was? Bin ich weg gewesen oder was? Oh, nee, war ich weg. Ich habe gerade die Nachricht. Verbindung wird. Oh, mein OBS war weg. Okay. Okay, mein Internet war weg. Interessant. Nein, bitte nicht jetzt. Das ist wieder typisch. Ah. Können wir den letzten wieder nicht machen? Na gut, das kriegst du schon hin. Ja, ich auch nicht. Ne, dann müssen wir da hier wieder verbinden. Lästig. Soon. Aber hey, freut mich. Wir haben die Mauer relativ flott hochgezogen. Nice. Ja, mich wundert es auch, ehrlich gesagt. So, jetzt muss man kurz gucken. Ah, okay. So, jetzt bin ich wieder online. Okay. On the line bist du. Sehr schön. Jo. Ah, Moment, dann mal die Aloe Vera ist da fertig. Die nehme ich dann gleich mal. Ich tue gleich nochmal neu pflanzen. Lol, die wächst im Winter? Ja, hat mich jetzt auch gewundert. Ach, das ist auch fertig. Das ist fertig. Bei mir ist schon wieder bei diesem Ausruh-Ding dieses lila Zeug, aber oben jetzt. Das kapiere ich jetzt nicht so ganz. Das ist komisch. Oh, die Schnee-Steps, die hören sich richtig gut an. Hört sich richtig, richtig nice an. Fällt mir mega gut. Ich finde auch, dass der Wald viel echter ausschaut als wie im ersten Teil. Bist du weg? Oh shit. Ist der Skull gerade abhanden gekommen? Hört sich so an. Als wäre sein Internet weg. Aber dass ich da nicht mal eine Nachricht bekomme, dass er jetzt irgendwie aus dem Spiel geflogen ist, wundert mich regelrecht. Bist du da? Nee, ne? Oh Mann. Jo, er ist eindeutig aus dem Spiel geflogen. Ich mache hier einfach mal weiter. Vielleicht kann er irgendwie nachscheunen. Mal gucken.
Geschrieben hat er mir, glaube ich, auch noch nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob er mir geschrieben hat. Ich glaube, ich sehe das nicht. Also, ich habe es deaktiviert, dass das in-game mir angezeigt wird. Nur ganz kurz, warte, ich gehe mal ganz kurz. Nee, er hat mir noch nicht geschrieben. Wo habe ich jetzt die Baumstämme? Da unten liegen welche, oder? Da liegt einer und da liegt einer. Die liegen so willkürlich irgendwie. Die rollen das so weit weg. Das sind aber nicht die zwei, die ich gerade gefällt habe. Sind bestimmt noch irgendwelche alten Dinge. Boah, ich glaube, Winter wird meine Lieblingsjahreszeit hier. Ist richtig, richtig nice. Oh Mann. Hat die Nachricht bekommen, dass beim Skull das Internet weg ist. Das ist ja mal sehr belastend. Komplett. Ich hör was. Ich hab Angst. Ah ja, okay, jetzt bist du. Das ist natürlich jetzt ein bisschen belastend. Ich speichere mal sicherheitshalber. Jo, speichern. Und ich habe gespeichert und mache vielleicht mal eine kurze Pause. Kann man? Ich pausiere mal kurz die Aufnahme. Einen Moment. So, es geht weiter. Meine Güte, was für eine Aktion. 1,5 Stunden später. Internet ist wieder da. Yay. Beim Skull-Internet war weg, jetzt ist es wieder da. Naja, war ein kleiner Cut drin, aber ich denke mir nicht so schlimm. Genau. Gut, oh, dann fange ich auch mal mit dem Stream an. So. Genau, ich hab. Nein. Doch. Sehr gut. Was? Dann ist das Internet wieder weg. Nee, also. Ja, Digga. Das möchte ich hier pflanzen. Und hier pflanze ich ein bisschen Aloe Vera. So. Ein bisschen buggy, das nervt mich ein bisschen. Das müssen sie unbedingt verbessern. Naja. Das tue ich da wieder hin. Ich friere irgendwie gerade so ein bisschen. Ja, ich auch, aber mal ist halt so. Da kann man nichts machen. Habe ich doch schon eingesammelt. Das habe ich in der letzten Folge schon eingesammelt. Egal, jetzt sammeln wir es einfach nochmal ein. So, jetzt müssen wir kurz gucken. Was ist das? Hör ich mich irgendwie abgehackt oder so an? Nee, warum? Sag nicht, dass es Ruckel ist. Komm, warte, du bist ein blöder Pisser. Die Bitrate, die ist gerade echt. Schauen wir mal. Aber also, okay, jetzt geht's wieder nach oben. Boah, ich weh. Also ein Stream habe ich jetzt nicht laufen, weil ich mich nicht so richtig traue mit meinem PC, wenn ich während ich aufnehme. Das ist nicht schön. Alles gut. Mein Chat sehe ich, ja. Schon mal die Statistik zurücksetzen. Sorry Leute, ich muss mal ganz kurz auf Twitch gucken, ob das Stream flüssig läuft. Weil das verwundert mich gerade, weil die Bitrate ist zwar oben, aber es ist rot und ausgelassene Frames geht nach oben. Nö, Twitch sagt, ist flüssig. Nö, ist auch nicht pixelig. Na gut, keine Ahnung. Vielleicht sind es noch irgendwelche Nachwehen. Ich könnte ja den Stream per mein Handy, mit meinem Handy öffnen. Ich glaube, das ist ja von meiner Hardware am PC unabhängig. Drücke mal eins, um einen Axt auszuwählen. Kann ich mal ein bisschen nebenbei. Nee, sieht ganz gut aus bei dir. Also wenn ich jetzt im Ding bin, sieht ganz gut aus. Was ist denn ja. Ken? Oh fuck! Alter, Digga hat's mich gerade gerissen. Oh Mann! Alter, weißt du, ich guck gerade so auf dein Handy, auf deinen Stream und plötzlich guck ich auf den Bildschirm und bam, werde ich voll weggekickt. Digga, ich nehm Besuch mit. Hilf mir! Achtung!
Hä? Er kommt! Alter, Digga, hat's mich erschrocken. Headshot. Und gleich draufhauen. Hack drauf, hack drauf. Zack. Schön weiter, 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 weiter. Ist er tot? Ja. Oh, nice. Das ist eine geile Taktik. Also man muss schon zusammenarbeiten, finde ich. Weil man nicht so schnell die Waffen wechseln kann. Und wenn ich einen Headshot gebe, kippt er um und dann kann der andere gleich draufhacken. Der hat einen coolen Gürtel, so aus dem Darm. Mhm. Bestimmt sehr nachhaltig. Das sind doch so die Anführer, ne? Irgendwie, ja. Hallo, ich kann die Leiche nicht aufheben. Das jetzt. Nee, von denen kann man uns nicht aufheben, irgendwie. Hä? So nicht? Ist er zu schwer, oder was? Ja, kann, bei den Mutanten kann man es ja nicht aufheben, ich weiß nicht. Ah. Aber den Kopf, wenn ich den... Okay. Die konnte man, glaube ich, auch nicht zerstückeln, ne? Oh Lord, hä? Nee, ich hau auf den drauf und bekomme Federn. Vielleicht war vielleicht war da ein Vogel noch drunter oder so. Ja, okay. Also, man kann nicht mal die... Einzel, das ist ganz komisch. Merkwürdig. Also, die lassen aber manchmal so einen Lederbeutel fallen. Habe ich jetzt nicht gesehen. Weil ich mich ja so erschrocken. Ich bin auch fast tot, also... Wollen wir Medic? Ich weiß nicht, ob ich Medic nehmen soll. Nee, ich glaube nicht. Ich esse dann lieber. Das war also der erste richtige Schockmoment jetzt in The Forest, muss ich zugeben. Sons of the Forest. Mich richtig erschrocken gerade. Weil ich auch so abgelenkt war und plötzlich wirst du so weggekickt. Du kennst ja die Animation von dem Wegkicken. Ja. Alter, weißt du, da erschrickst du richtig. Ich weiß jetzt nicht, wie wir es machen mit unserem Tor. Das ist jetzt echt doof. Ja, also ich will das noch nicht komplett zumachen, aber... Ich finde es echt belastend, ehrlich gesagt. Wie ist das jetzt eigentlich, wenn ich... Hä, lol. Immer die... Hallo? So, ich muss ja C draufbleiben, ne? Wenn ich jetzt... Wie konntest du die Bäume eigentlich gegen die anderen, also die Stämme gegen das lehnen? Wie ging denn das? Das ging eigentlich. Wieso ist denn hier alles rot? Wieso kann ich denn die nicht mehr hier reinschauen, die? Weil jetzt wollte ich vielleicht wenigstens so ein Tor machen. Geht auch nicht. Doof. Also ich kann es hinstellen. Echt? Wo? Wie geht das? Dagegen lehnen, also nicht einfach nur ranstellen, so, sondern ranstellen. Weil gut, zum Beispiel hier kann ich es hinstellen. Weil hier ist sowas Geringeres, hier kann ich es hinstellen, aber. Weil das sind so Pfeile. Ah ja. Es sieht so ganz geil aus, auch sowas. Okay. Es ist aber hier ein bisschen buggy, glaube ich, oder? Das kann ich mir nicht mehr erklären. Wenn ich jetzt in mein Buch reinguck. Welt. Bin ich jetzt ein bisschen zu weit weg? Oder verstehe ich da was falsch? Ich bin mir nicht so sicher. Einzelne Stufe, einfache Balken. Heißt einfach, guck, ich kann einen Balken hin und den anderen dran lehnen. Dann unter dem anderen den dritten hoch machen. Genau.
dadurch habe ich diesen Eingangstor. Einfacher Balken. Wieso einfacher Balken? Ach. Auch ranstellen? Wow! Digga! Macht der Schaden oder was? Ja. Oder ich hab, hat sich zumindest angehört so. Nee, mal lass mal. Achso, sorry. Hast du ihn hingelegt? Ja. Nein, nicht so. Ich habe ihn geworfen. Weil sonst kann man den nicht bearbeiten. So. Ich möchte den jetzt halbieren. Wie geht denn das? Bleib mal da stehen. Genau, ich. Zack. Ich nehme jetzt die Hälfte. Kann ich die da jetzt? Kann der mal wieder was holen eigentlich? Macht der was? Nicht sicher. Hol Dämme und Behälter füllen. Let's go. So, ich esse mal ein bisschen. Wir müssen irgendwann wieder jagen gehen. Wir haben bald nichts mehr. Okay, das ist irgendwie belastend. Es ist halt richtig dämlich, muss ich zugeben, weil wir jetzt keinen Eingang machen können. Und ich glaube echt, dass es buggy ist. Anders kann ich es mir nicht erklären. Bin mir noch nicht sicher, ob das immer dann high, also ob man das erkennt, ob das jetzt ein ganzer Balken ist, ein halber oder ein Dreiviertel. Ob das angezeigt wird in dem Büchlein, ich bin mir nicht sicher. Ja, darum habe ich auch gerade die einen Balken halbiert, aber hat da nichts gebracht. Hat auch nichts gebracht, okay. Man kann auch den halben Balken auch nirgendwo hinlegen oder so, das ist so strange. Ist schon ein bisschen komisch. Das denn so halbiert? In der Länge hast du den halbiert. Ja. Hat aber leider nichts gebracht. Ich glaube aber, ich habe jetzt Feuerholz irgendwie. Kann ich das da jetzt noch reinlegen? Oder? Oh. Nein, anscheinend geht das so nicht. Nervig. Mal, da steht eindeutig eine Anleitung, dass man das so schräg an so eine Wand machen soll. Und da habe ich alle gerade gemacht. Also alle wirklich ja, okay. Gerade. Weiß nicht. Schade. Ärgert mich gerade ein bisschen. Weil das ist ja ein fettes Element des Spiels jetzt eigentlich, dass du dazu machen kannst. Ja, ja, komm mal rein mit deinem Balken. Lol, der hat das gerade gegen dich geschmissen? Okay. Yep. Nee, auch in dem anderen Modus irgendwie. Nix. Kann ich deswegen ist es so wenigstens so? Warte kurz, wenn ich den so freistelle, warte so. Nehme ich ein. Aber selbst da kann ich nicht, also.
Da kannst du. Oh, kannst du den Balken mal versuchen, da irgendwie an die Wand zu. Ja, habe ich schon. Ich krieg's nicht hin, ne? Das ergibt doch alles keinen Sinn. Nee, nicht wirklich. In die Hälfte hast du es auch schon gemacht, ne? Ja. Bleib liegen, du Scheißglump. Ich habe absolut keine Idee, muss ich zugeben. Hast du die? Ah, die kann man auch anspitzen, die kleinen Sachen, okay. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Entweder machen wir irgendeinen entscheidenden Fehler oder es ist einfach buggy. Weil für mich ist es Okay, ja warte. eindeutig, du haust die Dinge auf den Boden, machst eine Reihe, hackst die Spitzen an. Die Nummer 4, gut, ich glaube, das ist nur das Ergebnis von Nummer 3, oder? Also Nummer 4 ist ja kein direkter Schritt, oder? Ich google jetzt gerade. Und Nummer 5 sollst du den Querbalken reinhauen und Nummer 6 ist wieder das Ergebnis von Nummer 5, dass du dann Tor hast. So kapier's ich. Aber ich krieg ja nicht mal diese Tür rein, also diese Rampe. Nicht mal die schaffe ich. Also nicht die Rampe, sondern diesen Treppe. Ah, nicht auch Treppe, sondern die Stützen. Genau, ich schaffe nicht mehr die Stützen. Es handelt sich aktuell um einen Bug. Okay, das ist natürlich belastend. Ja, also manche, also es kommt anscheinend auf den Winkel drauf an. Also manche haben es geschafft, aber bei den meisten klappt es nicht. Das ist irgendwie so ein bisschen auf den Kamerawinkel drauf ankommt. Auf den Kamerawinkel. Okay. Also man kann rumprobieren, aber. Ja, aber wenn es einfach nicht geht, geht es einfach nicht, ne? So. Keine Lust, 2 Stunden lang dafür suchen, dieses Tor anzukriegen. Ja gut, dann müssen wir es halt aktuell noch so. Ja, so lassen. Es ist ja noch nicht so schlimm, dass wir hier Ja, so ist ja schon mal angegriffen besser wie werden. nix. Ja, ich denke auch. Ich würde einfach sagen, dass wir mal so ein paar Baumstämme immer als Notfall da lassen, dass wenn der Angriff doch zu groß ist, dass wir einfach komplett zumachen. Man kann ihn ja relativ leicht wieder entfernen, ne? Also. Ja. Weißt du, wie ich meine? Ja. Habe voll die geile Methode gefunden. Fällt mir gerade so auf. Bevor die Dinger wegrollen, staple ich die einfach. Weißt du? Und Sehr dann. gute Idee, sehr gute Idee. Ich Ja. nehme einfach alle, stapel ich sie und dann rollen sie nicht ins Timbuktu und ich finde sie nie wieder. Warum ich denn nicht früher drauf gekommen bin? Deshalb beschwere ich mich, dass die Dinger wegrollen und so kann ich sie einfach hinstellen. Aber das müssen sie unbedingt fixen beim nächsten Patch. Das ist entscheidend, finde ich. Oder? Ja. Was machst du? Feuerholz oder was?
Ja, aber mit dem sonst kann man eh nichts mehr anfangen. Dann. Also das Bausystem und so ist ja ganz geil, wenn es mal so zuverlässiger funktioniert. Stimmt, zuverlässiger, definitiv. Auch so mit den Spitzen und sowas muss unbedingt. Ja, auch dieses Seltsamer. Halbieren und so. Oh, das ist gerade. Ich meine, wir kriegen es bis jetzt hin. Aber manchmal muss man schon sehr gucken, wie man es hinbekommt. So. Das kann man hier einfach lagern oder wie ist das? Ja, keine Ahnung, aber ich konnte es noch nicht irgendwie ins Feuer werfen. Ja, Keine ich Ahnung, glaube wie auch das nicht, dass geht. es für das Feuer gedacht ist, oder? Weil das Feuer läuft ja mit Stöckern. Deswegen wundert es mich ja mit Feuerholz. Finde ich ein bisschen kurios, ehrlich Ja, gesagt. vielleicht wird man es aber ein anderer brauchen können. Oder vielleicht ist es auch eine Deko. Who knows? Kann sein, ja. Ich schau mal ein bisschen nach Futter. Eichhörnchen oder so. Oh, na du. Dankeschön. Dankeschön, das nehme ich gerne. Danke, danke. Mal Aloe Vera gebracht. Ja, langsam gehst du Essen aus, bis los. Yep. Ah, bin aber schon dabei, Nachschub zu holen. Eichhörnchen sind sehr, sehr leicht zu organisieren. Ach lol, ich bin. Jetzt habe ich auf den falschen Balken geguckt. Naja. Bei den Einstellungen kann man auch einstellen, die Häufigkeit der Tiere. Ah, okay. Aber ich finde es eh jetzt nicht wenig. Also im ersten Teil war es ja viel heftiger. Dass man ja 10 Minuten gefühlt mal rumgelaufen, wenn man was gebraucht hat und hat kein Viech gefunden. Ja, das meine ich ja. Und du kannst es ja, das ist glaub ich gerade auf normal oder hoch und du kannst ja auch gering einstellen. Ja, aber so. Ist angenehm. Bleib stehen, Reh. Spuren lesen wäre da geil. Also ein richtiges Jagd Ding wäre nice in dem Game. Also so, dass du auch noch irgendwie, wenn du jetzt anhittest, dass du Blut verfolgen kannst und sowas. Das ist so wie in Ding. Hunter oder in was? Was? In Red Dead war es doch, glaube ich, erst, oder? Ja, oder in Red Dead, ja. Kann ich jetzt nicht? Mal stehen. Scheiße, wo ist das Eichhörnchen kennen? Ich suche gerade das Reh. Da hüpft doch was. Give it to me. LOL, Alter! Wie assi das Viechwald war. Oh shit. Oh shit. Piss dich mal. Mein Reh, du hast damit gar nichts zu tun.
Da ist mein Reh, wenn es mein Reh ist. Und ich habe gerade einen mega geilen See gefunden. Oh mein fucking Gott. Oh, okay. Nice. Ah, du, da bist du. Ist das wirklich ein See? Weil es ist ja eigentlich der Meerzulauf. Kann man da draußen trinken? Weiß nicht, ist zugefroren, also. Ach so. Kann raufgehen. Das ist dunkel. Mein Reh ist weg. Es wird dunkel. Scheiße, Mist. Oh shit! Alter, Digga! Scheiße. Vielleicht erschrecke ich mich doch zu häufig in den Höhen. Wollte gerade sagen, vorne so, ach, habe ich mich das erste Mal erschrocken, aber irgendwie. Fledermäuse und so Zeug. Ja, ich gehe gerade so einen Zug des Reh und laufe durch so ein Gebüsch und dann ist das so ein Steinhügel. Ich denke mir nichts dabei. Ne? Und plötzlich hockt da so ein Viech auf dem Stein. Also die sind so schwer zu sehen, finde ich. Die erkennst du kaum. Schocker. Wo ist unser Eingang? Scheiße. Jetzt habe ich gesagt, mach Pause und was macht er? Läuft rum wie so ein Sack. Ich hab das trocken gestellt, mal umplatziert das andere. Okay. Sollen wir erst schlafen? Ja, ne, schlaf mal schnell. Ja. Speichere ich mal. Mann, das Reh hatte ich dreimal getroffen und es hat so geblutet. Und dann war es weg. Weil ich angegriffen wurde. Mann, nö. Jetzt muss ich erst. Lol. Das ist ein bisschen kurios noch auch. Schläft einfach mal auf dem Holzding. Okay. Okay, ich habe wenigstens ein Fleisch noch. Das kann ich noch draufschmeißen. Immer blöde Frage. Wenn man jetzt ein drittes Bett bauen würden, glaubst du, der wird sich da reinlegen? Aber der legt sich ja nicht mal in unser rein, oder? Ja, wollte gerade sagen. Ja, ist mir auch grad aber gut, der schläft auch nie, oder? Und jetzt, wenn wir aufgewacht sind, hat er schon geschlafen. Vielleicht schläft er mit uns zusammen. Und wenn wir ein drittes Bett bauen, wacht er in dem Bett auf. Weißt du, was ich meine? Man kann ja mal ein Outdoor-Bett machen. Wir könnten ihm auch einfach ein Hütchen bauen. Aber ich glaube, der ist da auch noch nie reingegangen, oder? Ich weiß es nicht. Nee. Genau. Da können wir vorstellen, wenn man vielleicht mit Treppe und sowas baut, dass er da vielleicht reingehen könnte. Mhm. Kann man ja dann mal ausprobieren, wenn wir mal zu viel Holz haben sollten. Wenn der Kelvin mal ein bisschen mehr sammeln würde, dürften wir ihm auch was bauen. Die Faust. Ja, definitiv. Wieso kann man Katzenfutter craften? Ich weiß es nicht, aber wo kannst du Katzenfutter craften? Wenn du Konserven nimmst. Da fehlt irgendwas und dann kann man Katzenfutter machen, aber ich weiß nicht. Okay. Hm. Und irgendwie bin ich auch ziemlich durstig. Irgendwie. Ja, ich trinke die ganze Zeit mit normales Trinken, weil... Es gibt so, ich hab da so ein paar Lederbeutel. Die mache ich mal auf. Medic, Meal, Trinken, Flares. Ich weiß, Flares sind okay. Zeitbombe drauf. Lol, ich hab schon wieder den Knochenback. Ich hab schon wieder 140 Knochen. Da hast du es aber du. Ich hab 77. Okay. Ich kauf mal wieder ein paar Steine. Achso, Mann. Ich muss echt mehr kleine Steine sammeln, weil. Kann ich dem sagen, der soll kleine Steine sammeln? Nee, ne. Gehen echt kleine Steine jedes Mal für Federn. Für Pfeile. Aber ich kann ihm sagen, dass er Pfeile sammeln soll. Komm. Hol. Stämme, Stöcke, Steine. Stämme, Stöcke, Steine. Scheiße. Dann halt Stämme. Und Behälter füllen. Mai, dann halt keine Pfeile.
Jo. Da ist ein Eichhörnchen. Wenn es keine Rehe gibt. Und wir haben es bis jetzt noch nicht geschafft, ein Reh zu killen, ne? Oder, ne, doch, du hast, glaube ich, einmal ganz am Anfang, ne? Aber ich glaube, es war mit Nahkampf. Ja, und ja, jetzt komme ich aber nicht hinterher. Im Winter komme ich gar nicht hinterher. Und meistens schaffe ich es auch so nicht. Aber ich jag die auch die ganze Zeit mit Pfeil und Bogen. Mit Speer weiß ich nicht, ob das vielleicht ein bisschen mehr Damage macht. Aber ich habe halt immer nur einen Speer, ne? Man müsste mit einem Speer werfen und dann vielleicht noch mit Pfeil und Bogen hinterher. Vielleicht ist er dann tot? Weiß es nicht. Ja, jetzt ist Kelvin auch ein bisschen buggy. Mit der Mauer kommt er nicht so klar. Der läuft die ganze Zeit gegen die Mauer. Man darf sich halt echt nicht beschweren, weil es ist einfach. Ich meine, die verkaufen sie als Early Access, ne? Also. Ja. Mich wundert es aber eigentlich, dass die es mit Early Access starten. Hat mich echt gewundert. Und ich hatte echt gehofft, dass sie in einem bisschen besseren Zustand sind. Das ist halt das, was ich ein bisschen schade finde, ja. Hätte Weil ich die gedacht. schon sehr lange an dem Spiel arbeiten. Ich weiß gar nicht, wie Ja. viele es mittlerweile sind. Vor allem, weil es so grundlegende Sachen sind, also dass man zum Beispiel ein Tor nicht bauen kann, das ist halt schon. Ja, das muss gehen. Ja. Das ist eine Baufunktion. Ich sag mal, ein paar Grafikbugs oder ein paar KI-Bugs oder sowas, okay. Aber Oder so. es funktional noch irgendwas fehlt. Okay, aber irgendwie. Die Frage ist auch, ob man die Story überhaupt durchspielen kann oder ob die nur Ich so halb glaube fertig. schon, weil es mittlerweile auf YouTube sogar schon so Full Story und All Endings und so eine Scheiße gibt. Was jetzt schon? Ja, jetzt schon. Am zweiten Tag, glaube ich sogar, oder am Tag Ah, danach oder ja. sowas gab es da schon. Das war richtig krass. Ich frage mich aber auch, wer das wissen will, so am zweiten Tag direkt. So. Ich habe da keine Eile. Ja. Eichhörnchen sind super. Ja, mega easy, ne? Muss man halt wirklich zugeben. Hä? Na, shit. Also ein bisschen kurios. Ne, komm ich hin. Ich beende die Folge. Alright. Die Folge ist jetzt nicht viel geschehen, außer Internetausfall. Das war das Spannendste, glaube ich, in der ganzen Folge. Ah, schön strecken. Mutzi, ja, und ja, man sieht sich hoffentlich in der nächsten Folge. Lasst ein Like da, vielleicht mal einen Kommentar. Und würde uns freuen. Schauen wir mal, bis Ja, wann sogar. dieser Bug gefixt ist, dass wir endlich mal ein Tor bauen können. Bis dahin, ciao. Jo, ciao. Katze geht mal weg, ich muss auf Aufnahme stoppen, kommt, danke.